Nun nehme ich Abschied, in den Kampf zu ziehen für eine Welt, die besser ist als das, was Leute wollen, die nicht meine Herren. Für meinen König gebe ich gern mein Blut. In seiner Gunst bin ich in Sicherheit. Lohn, Brot, Ehre. Wenn du in diesem Kampf zum Sieg verhilfst, dem König, dann hast du den Schritt getan, im Land bis ganz nach oben aufzusteigen. Was endlich dem entspricht, was dir geziemt. Rühr, mein Macbeth. Komm, ich will dich nochmals, Herz. Erst noch trag ich Shakespeare in anderer Fassung noch hier am Orte vor. Um uns vom gemeinen Volk die Gedanken zu vernebeln, braucht's keine einflussreichen Leute. Das machen wir selber. Was bin dann ich, wenn er gleich zwei Titel bekommt zum Heldentum und obendrein noch Lob? Auch ich hab in der Schlacht gekämpft. Das Dinge, die Sie loben, etwa so. Sie sind so groß. Sie könnten sonst was sein. Und was machen wir mit ihr? Mit ihr, mit ihr, mit ihr. Also ich würde mal sagen, dass mir die Inszenierung gut gefällt. Es wäre ja auch blöd, wenn ich was anderes sagen würde, aber es ist die Wahrheit. Vor allem finde ich, dass wir sehr gute Darsteller haben. Das ist ja immer das, eigentlich das A und O. Man kann als Regisseur nie besser sein als die Darsteller. Das ist halt so. Wir haben gute Darsteller, die singen alle gut. Sie sind alle sehr präsent auf der Bühne. Also das ist erstmal sehr schön. Und es war in der Vorarbeit auch sehr angenehm, mit wenig Konflikten. Ganz konfliktreich kann so eine Arbeit nie sein. Das gehört einfach dazu. Es ist manchmal schwer auszuhalten, aber wenn man es ausgehalten hat und die Premiere war erfolgreich und diesmal war sie erfolgreich, ist alles gut. Die Vorbereitungen gehen ja viel früher los. In dem Moment, wo das Stück fertig ist, also Bernd Kurt Goetz hat das Stück geschrieben, der schreibt da ein Jahr dran ungefähr, das lässt sich nicht innerhalb von 3 Stunden machen. Und wenn das so einigermaßen fertig hat, dann kriege ich das Stück, drucke mir das erstmal aus, weil ich kann schlecht am Computer Stücke lesen, ich setze mich lieber in den Sessel und dann lese ich das und mache mir ein paar Notizen und mache mir ein paar Gedanken. Und zu meiner Regiearbeit, da ist zu sagen, was alle Beteiligten auch wissen, was du auch weißt. Ich mache die ernsthaften Sachen und Bernd Kurt Goetz macht die, wo die verrückten Einfälle gebraucht werden. Das ist nicht mein Ding, das weiß ich, das weiß er auch. Inszenierungen, die ich alleine machen würde, wären langweilig, weil die Verrücktheiten fehlen. Und Inszenierungen, die er allein machen würde, da wäre es nur verrückt und das ist auch nicht gut, sondern wir suchen immer die Mischung und die Mischung ist auch schon immer im Stück angelegt, bei Macbeth ganz besonders, also dass ganz ernsthafte Szenen sind und dann wieder Szenen, die sehr komisch sind und sehr heiter. Anstrengend, anstrengend, ich möchte an die Zeit nicht gerne zurückdenken. Es war fürchterlich und was heißt schlaflos, geweint habe ich die ganze Zeit und am vorletzten Tag wurde der letzte Takt fertig. Nicht am letzten, möchte ich bemerken, am vorletzten. Ansonsten finde ich, es ist eines der schönsten Stücke, die Bernd und ich bis jetzt geschrieben haben. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Die Musik ist trauriger und herber als sonst. Ich wollte ein bisschen auch den Ruf des Schnulzenkönigs loswerden und habe mich diesmal doch sehr viel mehr an Eisler und Dessau und den alten Recken der Theatermusik orientiert, als an Musicals und ähnlichem Schmuck. Und ich bin ganz glücklich. Also erstmal ist Carsten ein absolutes Naturtalent auf diesen Instrumenten, die er da spielt, Querflöte, Steelgram. Sehr angenehm mit ihm zu arbeiten. Und was die Sänger generell betrifft, nicht nur Toni Deutsch, sondern auch Benjamin und Mareike, Thomas Ecke, großartige Sänger. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Es ging wie Brötchen backen, es war eigentlich nur noch zu komponieren. Gekonnt haben sie es von Anfang an. So. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, meine Herren. Nun nehme ich Abschied, in den Kampf zu ziehen für eine Welt, die besser ist als das, was Leute wollen, die nicht meine Herren. Für meinen König gebe ich gern mein Blut. In seiner Gunst bin ich in Sicherheit.
In Lohn und Brot und Ehr. Wer keinen Maßstab kennt in diesem Sein, der findet keine Tür ins Himmelreich. Macbeth! Was soll die Rede? Was steht an News denn in der Zeitung drin? Wetter. Wetter? Wozu brauche ich Wetter heute? Kämpft es sich nicht leichter, wenn die Sonne vom Himmel lacht, kein Tropfen Regen fällt? Ich brauche vom Kaiser nicht das Wetter. Und auch das Wetter nicht, das einst Fritz Walter brauchte. Ein Profi muss bei jedem Wetter siegen. Wenn du in diesem Kampf zum Sieg verhilfst, dem König, dann hast du den Schritt getan, im Land bis ganz nach oben aufzusteigen. Was endlich dem entspricht, was dir geziemt. Grüach. Mir reicht es aus, von Glenistan zu sein und mit Taten für die Ehre zu danken. Wer holt denn die Kastanien aus dem Feuer? Für die, die stolz die Krone auf dem Haupt. Die zweite Reihe. Die dienen und dienen und dienen und nochmals dienen. Mein Gott, hast du nicht schon genug gedient? Willst du als Diener aus dem Leben gehen, wenn deine letzte Stunde für dich schlägt? Ja, weil nur so die Welt in Fugen bleibt. Adieu, mein Schatz, man sieht sich später. Ich will dem König Treue dienen. So machten's vor mir schon die Väter. Ich bleib gewohnt auf mein Schiff. So ist mein Mann, er ist bescheiden. Er giert nicht nach den ersten Plätzen. Er lebt noch wie zu alten Zeiten. Lässt sich im Wert von anderen schätzen. Ich bin, was andere von mir meinen. Nicht höher will ich sein im Leben. So bin ich ganz mit mir im Reinen. Ich zieh die Erdung vor dem Schwert. So ist mein Mann, er ist bescheiden. Er giert nicht nach den ersten Plätzen. Er lebt noch wie zu alten Zeiten. Lässt sich im Wert von anderen schätzen. So ist mein Mann, mein Schatz. Er ist bescheiden. Man sieht sich später. Ich will dem König treu dienen. Machten's vor mir schon die Väter. Ich bleib gewohnt auf mein Schien. Ich bleib gewohnt auf mein Schien. Ich bleib gewohnt auf mein Schien. Ja, so ist er, mein Mann. Er kann nicht wirklich ermessen, was er wert ist. Immer sein Licht unter den Scheffel stellen. Bescheidenheit ist die Voraussetzung dafür, dass überhebliche Typen ohne erhebliche Widerstände herrschen und sich erheblich bereichern können. Ich bin für einen Aufstand der Bescheidenen. Er blüht wie das Veilchen im Moose, bescheiden, so sittsam und rein. Und nicht wie die stolze Rose, die immer will sein. Bescheidenheit ist ein Ziel, der Mensch kommt weit ohne sie. Er langt bis zu den Sternen hin, hat er die Größe, hat er die Größe fest im Sinn. Warum der heute nicht kommt, wissen wir nicht. Weil es der Wetterbericht nicht angesagt hat. Ja. Und als ich ob sich das Wetter schon mal nach dem Wetterbericht gerichtet hätte. Der Nebel ist einer, der sich selbst bestimmt. Ach, einflussreiche Leute wollen uns, gemeinem Volk, die Gedanken vernebeln. Um uns vom gemeinen Volk die Gedanken zu vernebeln, braucht's keine einflussreichen Leute. Das machen wir selber. Und zwar souverän. Deshalb spricht man uns als vom Volk auch als souverän. Ganz schlau unter uns. Ganz genau. Ja. Genau, mein zweiter Schlau. Nebel ist es, weil wir Shakespeare spielen. McDonald's oder die Reinheit der Speisen. Nein, nein. Macbeth. Der Nebel wird nachgereicht. Genießen Sie ihn. Vielleicht noch die Dosis.
Atmen, tief, tief durch. So, ja, das kennen Sie ja vom Solebad. Jetzt geht's weiter. Macbeth oder die Reinheit des Herzens? Ja, denn wir sind ein Pack von Poeten. Nein, das sind wir nicht. Wir sind die Kompanie Magdeburg 09 und sollten auch jüngere Leute in Ensemble sich endlich mal in der Birne merken. Wer sind wir? Alten sind noch schlimmer. Kompanie kennen ja manche von sich selber. Kompanie Magdeburg 09. Jetzt habe ich's verstanden. Jetzt ist er. Aber die Frage ist doch, wer sind wir denn als Individuen? Ja, wenn ich uns so angucke, würde ich sagen, arme Schweine. Ja. Na gut, dann lasst uns das Lied von der Armut des Volkes singen. Ja, ja. Und das machen wir. Das machen wir. Wir sind das Volk, wir sind die Masse. Die Reichen bitten uns zur Kasse. Wir sind die Kuh fürs täglich Melken, bis unsere Euter ganz verwelken. Wir sind das Volk für alle Zeiten. Wir leben voller Nichtigkeiten. Wir wählen hin und wieder Leute, die fressen uns als fette. Das war ein feines Lied, ja? Die Reichen sollten uns Armen etwas von ihrem Geld abgeben. So gut habe ich seit Jahrzehnten nicht gesungen. Hätten Sie eine Chance, in den Himmel zu kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer glaubt denn in dieser Welt noch an Gott? Ja, ja. Hey, 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 hey. Und wieso? Wieso haben Reiche eine Chance, in den Himmel zu kommen, wenn sie uns Armen etwas abgeben? In der Bibel heißt es, ja. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Das geht auch für Elefanten. Das heißt dann im Endeffekt, wir Armen haben sozusagen eine Freikarte für den Himmel? Ja. Aber wieso verschenken die Reichen dann nicht einfach nicht? Ach, ich meine, bitte. Genau wissen, Stopp. Sie glauben nicht, dass es etwas gibt, ja, wo sie für ihr Geld nichts bekommen. Ja, das. Apropos Geld. Was? Ja. Apropos Geld. Was ist denn jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ich hab hier was Geld. Oh. Das soll ich unter euch verteilen. Oh. Was? Ihr Tierlappmensch. Will man etwa verhindern, dass wir in den Himmel kommen? Wegen der paar Cent? So kleinlich wird Gott doch nicht sein. Nein, dafür sollen wir den Feldherrn Macbeth feiern und loben. Das ist leicht verdientes Geld. Aber von wem hast du das Geld denn? Das darf ich nicht sagen. Aha. Das darf ich nicht sagen. Aha. Und wo ist dieser Macbeth? Ja. Dieser Macbeth schlägt für seinen König heute eine Schlacht. Wird das im Fernsehen übertragen? Nee, wie immer nur im Pay-TV. Kann ich mir nicht leisten. Aber das ist doch bewundernswert, dass noch Menschen in echte Kriege ziehen, wo man heute quasi alles im Computer hat. Nee. Halt. Live bleibt live. Ich würde schon mal sehr gerne mit so einem hohen Herrn sprechen. Ja. Dann könnte man diesen Leuten auch mal die Wahrheit ins Gesicht sagen. Ach. Ich werde mir ein Autogramm geben. Wenn man solchen Leuten die Wahrheit ins Gesicht sagt, kriegt man das in der Presse zurück. Ey, Quatsch. In die Fresse zurück. Los, lass uns losgehen. Sonst macht mein Geldgeber Stress. Komm, ach, komm, 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 komm. Machst du uns keinen Stress. Hier. Als König erlebt man Schlachten hilflos. Wie Premiere für Premiere die Regie. Wer glaubt, dass Herrschaft wirklich Herrschaft ist, der glaubt an Weihnachtsmann und Osterhasen. Wer ist der Blutgemann? Er kann berichten nach seinem Ansehen scheint den neuesten Stand des Aufruhrs. Dies ist ja der Kämpfer, der mich als kecker, mutiger Soldat aus meinen Feinden lieb. Hey, tapferer Freund! Dem König gibt Bericht vom Handgemenge, wie du's verließest. Es stand zweifelhaft. Hut ab! Er spricht das Original nach Tieck. Spielen, Vater, wir nicht vom Götz die Fassung? Ja, 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 doch eben sprach er den Text von Tieck. Mein König, verzeiht. Wer hat denn hier das Wort? Ihr fragt mich, wie der Stand beim Kriege sei, doch statt mir zuzuhören, redet ihr. Aus der Schlacht jedoch! Komm ich? Oder sehe ich was falsch? Ja, einfach. Wo er recht hat, hat er recht. Bitte sprecht. Wie zwei Schwimmer ringen sich um Klammern. Tieck wieder! So klug ist man in meinem Land. Ja. Trug
Götz denn nicht zum Stücke bei, mein Vater? Darf ich nun reden, König? Ja, das war Götz eben, ja. Wenn die Janken holpern, ist zu erkennen, es ist Götz. Und wie komponiert Deckbar das Holpern? Na, Deckbar, der dichtet's um und dann funktioniert's irgendwie. Um, ja. Erdrückend Ihre Kunst! Der grause MacDonald! Ja. Ich fange am besten noch mal von vorne an. Nein! Weiter! Und ihr habt mich unterbrochen! Der Zusammenhang, es muss ja, doch... Ja, wir begreifen es doch! Doch fasse dich kürzer! Der Bericht vom Krieg sollte nicht länger sein als der Krieg! Also, hallo, König! Halt mal schön flach den Ball! Hey! Ja, ey. Schluss! Kein Krieg, wo man nicht Jahre drüber spricht. Und ich rede noch nicht mal 5 Minuten. Alles etwas raffen! Es drängt die Zeit. Fortuna, scheußlichem Gemetzel lächelnd, schien des Rebellen Hure. Doch umsonst, denn Held Macbeth, wohl ziemt ihm dieser Name. Macbeth! Er lebe hoch! Großer! 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 Unendlich großer! Feldherr! Er, der unendlich große Feldherr, wie des Krieges Liebling, haut sich Bahn, das Glück verachtend, mit geschwungenem Stahl, bis er den Schurken gegenübersteht und ihn vernichtend schlägt. Ja, das tat er. Ja, na und? Fahrt fort! Na, nichts tät ich lieber im Moment ganz weit fort. Ja. Ich soll berichten. Ja. Doch das Wort führt ihr. Ihr muckst. Letzter Versuch. Ja. Ich mein's mit vollem Ernst. Ja. Kindische Art. Kaum schlug Gerechtigkeit mit Mut gestellt in schmähliche Flucht die leichtgefüßten Kernen, als Norwegs Fürst den Vorteil auserspähend mit noch unblutger Wehr und frischen Truppen von Neuem uns bestürmt. Entmutigte das unsere Feldherr nicht, Macbeth und Benko? Jawohl! Wie Spatzenadler, Hasenlöwen, mit doppeltem Gekrach, so stürzten sie die Doppelstreiche doppelt auf den Feind! Und sag, Mann, sind wir auf der Siegesstraße? Was für Straße, König? Und in welchem Ort? Er ist vom Kampfe sehr gezeichnet und wirr. Er muss hin zur Station vom Roten Kreuz. Wie meine Worte zieren mich die Wunden und Ehre strömt aus beidem. Schafft mir Bühne! Nicht Bühne! Ein Arzt ist, was du dringend brauchst. Sonst muss man ihn aus Not erschlagen. Schaff ihn zum Arzt. Ach, erst noch. Trag ich Shakespeare in anderer Fassung noch hier am Orte vor. Na komm noch mal! Wir sind im Krieg und du schwatzt vom Himmel das Blaue. Hau ab! Wenn von uns hier einer war im Krieg, dann ich. Wir wissen, was geschah. Nun hüll dich in Schweigen. Ich bin verwirrt.
Der Krieg macht keinen Sinn. Und doch ist er Vater von zwei großen Dingen. Er schafft die Mächtigen dieser Erde und Narren, die ihm zu Diensten sind. Das richtet sich gegen mich, der König! Ich bin vom Schicksal überdreht und fertig. Einfach nur fertig. Und auch schwer verwundet. Und auch beleidigt, wie ihr euch gebärdet. Meine Rede, ich kann sie nicht mehr drosseln. Egal das Thema. Ich rede, 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 rede. Man könnte rede, meinen, rede, all die rede, Politiker rede, 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 kommen gerade aus einem Krieg. Dann gehe ich in die Politik und mache dort Betrieb, dass ewig Frieden herrsche. Oh Gott, was ist der Geist von dem zerstört? Als Uli Hoeneß von Steuermüd die Grenze überschritt ins Schweizerland, lag aller Tag noch unter Morgentau. Schweig endlich still! Schnauze! Geh zum Arzt. Wohlan, wir sind kein Volk, um nur zu melken. Wir sind auch da, die Haut zum Markt zu tragen. Wie viel passt denn auf eine Kuhhaut heute? Hau ihm in die Fresse, lieber Sohn. Sieht aus, wie viel auf seine Haut noch passt. Ja! Zeit! Mein König! Wie freue ich mich, euch zu treffen? Wir erst. Wir sind allein auf weiter Flur mit einem Verrückten. Verwirrt vom Krieg. Wir wissen nichts von diesem Hingehen, das nicht mit uns teilt. Und teilen ist so wichtig heute. Was bildet sich der Narr ein und redet mit? Hä? Wie hasse ich die Leute seines Schlages. Wie steht der Kampf? Ist unser bald der Sieg? Er ist, obgleich Verrat, im Kampf erschwert. Verrat? Der Tarnow Korter wechselte zum Feind. Was nur versprach er sich davon? Von Ehrgeiz zerfressen wollte er höher, doch da im Land die Stellen all besetzt haben. Die Stellen all besetzt? Ach, viele Stellen im Land sind wirklich besetzt. Vor allem die, wo man sehr gut verdient. Schluss. Mit ihm habe ich die Faxen dicke. Den meine ich nicht. Ich meine den Verräter. Vergesst den Schuss. Erst fehlgetroffen. Nichts für ungut. Sowas passiert schon mal im Krieg. Meld ihm. Sein erster Verrat war sein letzter. Wo nichts getroffen, gibt's nichts zu jammern. Er hat ehrlich sich das Schafott verdient. Der Titel Tarnow Korter ist vakant. Ich will ihn Macbeth für sein Heldentum verleihen. Seht ihr die Sache auch wie ich? Ja, ja. Dann ab mit dir. Ich eile. Bis bald. Und Aesop hat in Fabeln uns gezeigt, wie Tiere weiser sind als Menschen meist. Und alle Griechen in den Dramen haben erkannt, dass Menschen ohne Krieg nicht leben können. Nur weg von dem. Jetzt lobt er auch noch die Dichter. Die Dichter, verkrachte Kreaturen. Fähig zu nichts, die eigenes Leben nicht bezahlen können, dem Staate ewig auf der Tasche nur. Ich fordere Grundeinkommen, bedingungslos, für jeden Menschen, der am Leben ist. Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit und Freibier. Die Sonne soll auch über Neger scheinen, ob sie in Afrika sind oder hier. Gut, dass ihr hier seid. Wir sollen Menschen ehren und loben. Wenn einer spricht, soll er nichts sinnlos sagen. Es sei, er kommt aus einem Krieg raus, in den er nie freiwillig gezogen. Igidigidigid, was ist das denn für eine Leichenfigur? Sag an, wer bist du, du Eimermann mit Schwert? Ich setzte für den König mein Leben aufs Spiel.
und wir besiegten die Feinde. Du hast den Feind besiegt mit einem Eimer. Ich kämpfte mit dem Schwert, Mann gegen Mann. Im Eimer hier fing ich mein Blut mir auf, das ich vergoss. Für König und für euch. Für mich braucht keiner sein Blut zu vergießen. Wohl wahr, aber um mich sollte man schon fighten. Der Eimer ist, edler Typ, mehr als schwer. Da fragt sich, ob noch Blut in dir ist. Vor allem im Gehirn. Da brauchst du eine ganze Menge. Sag mal, was willst du machen mit dem Blut im Eimer? Den Kindern zeige ich's. Und auch den Enkeln. So sehen sie, wie kühn ihr Vorfahr war. Tja, ich würd's dem König auf die Latschen schwappen. Und? Was kommt dabei raus? Na, Abscheu vorm Krieg. Der König holt sich nichts als nasse Füße. Still, da, seht, ganz nah, die Hochberühmten. Man fühlt sich selbst als Held, den Helden nah. Dass ich in meinem Alter sowas noch schau. So wüst und schön sah ich noch keinen Tag. So ist das Leben, wenn es ungezähmt sich Bahn bricht und nicht fragt, was rechtens, was korrekt. Wildes Dasein süß den Sinn, wenn man das Böse schlug mit eigener Hand. Das ist ein herrlich Fühlen, eine Gier. Nur zur Sucht darf's nimmermehr verkommen. Drum sei Alltag uns die größte Lust. Ist aus du Leben komm, es ist wie heller Sonnenschein, bin ich vom Töten auch benommen, will ich doch nur Privatmensch sein. Es ist ein sonderbar Gefühl, als Held bewundert da zu sein, das ist grad wie ein Zungenkuss, ein goldener Potenzerguss, mit jungen Frauen in altem Wein. Es macht sehr froh, hat man's geschafft, der Stolz auf eigene Kraft, sei's Promotion, Karrieresprung. Man fühlt sich groß, man fühlt sich jung, man fühlt sich groß, man fühlt sich jung. Es macht sehr froh, hat man's geschafft. Es schreibt der Stolz auf eigene Kraft, sei's Promotion, Karrieresprung. Man fühlt sich groß, man fühlt sich jung, man fühlt sich groß, man fühlt sich jung, man fühlt sich groß. Da sind sie, die Männer, die unsere sind. Fühlt sie selbst als Held. Ich gab euch Geld. Vergesst das nicht. Ja, aber was sollen wir denn fürs Geld den Helden sagen? Sagt Dinge, die sie loben. Aha. Etwa so. Sie sind so groß. Aha. Die könnten sonst was sein. Okay. Mhm. Preist sie mit Titeln, die sie nicht haben. Gut. Macbeth. Ja? Macbeth. Mhm. Macbeth, den könnte man Tan Cordor nennen. Ich bin lieber Untertan als sonst wer Tan. Und König auch? Macht, was ihr wollt. Nur lobt. Ja. Dann will ich ein Selfie, der staubt dann ganz fest. Und ich ein Autogramm von diesem Macbeth. Und ich? Wollt ihr nicht auch was von mir? Wir müssen hin. Die Helden brauchen uns. Ja, natürlich. Heil euch, die ihr das Land gerettet habt. Ho, ho, ho. Danke. Danke. Ho, ho, ho. Wer von euch ist Macbeth? Ich bin Macbeth. Macbeth. Können wir einen als Selfie machen für meine Webseite? Ich kämpfte auch! Doch keiner will mich feiern. Die anderen machen immer goldenen Schnitt. Darf ich ein Autogramm von Ihnen haben? Da zeige ich moderne Bühnenkunst und kippe den Bluteimer über den Kopf mir. Gerne. Was soll ich schreiben, Ihr Name? Dem lieben Atze vom großen Macbeth. Oh, wo kommt denn diese Zahl von Arschgeigen her? Ich kippe kurz mal den Bluteimer über den Kopf und keiner will mich. Was soll ich schreiben? Führer des Heers, Herzog von Glamis, Tan of Cawdor. Yes. Ja. Tan of Cawdor. Alle Titel, keiner dafür. Was sprichst du da? Ich bin nicht Tan of Cawdor. Ihr überhöht meinen großen Freund zu sehr. Zwar führt er das Heer, doch Tan of Cawdor ist ein anderer Mann, auch reich an Ehren. Sie könnten es aber sein und bald werden. Ja. Das sehe ich ebenso. Und schreiben Sie auch bitte gleich drauf. König Macbeth. Jawohl! König. Wir haben einen König und das ist Duncan. Das Land braucht viel frisches Blut.
Die alten Säcke. Die alten Säcke müssen weg. Und was bin dann ich, wenn er gleich zwei Titel bekommt zum Heldentum und obendrein noch Lob? Auch ich habe in der Schlacht gekämpft. Was soll der Neid, teurer Freund? Das ist der Überschwang der Herzen. So ist das Volk. Wie heißt ihr denn, großer Mann? Benko heißt er. Auch Benko lebe hoch! Er ist ein Held! Hoch, hoch, hoch! Lass das doch, ich brauch das nicht. So sind wir eben, ihr einfachen Leute aus dem Volk. Wir haben auf der Zunge das Herz und loben, was uns vor Augen kommt und an das Ohr. Wenn Macbeth eines Tages König sein wird, seid ihr Benko Königsvater. Königsvater! Quatsch und Unsinn! Er erzeugt ein Geschlecht, dem Land zu herrschen. Jetzt höre doch mal richtig zu. Vater bist, Benko, du von Königen dereinst. Woher habt ihr Wissen von der Zukunft? Es weiß nicht einer, was morgen sein wird. Und warum erzählt ihr dann den Schnickschnack? Die Zukunft ist ein bloßes Lotto der Herzen. Ein bloßes Lotto der Herzen. Da rennen sie hin, die Narren und Schwätzer. Manch Zukunftsforscher weiß nicht mehr als die. Doch gibt er vor, er wird das morgen kennen. Du glaubst doch nicht etwa, was die da sagten. Und du, so hoffe ich, fühlst dich nicht beleidigt, weil ich dem Volk so tief in Herz und Sinnen... Was Yellow Press dem Volke vor die Koffer scheißt. Sie lutschen's als Bonbon der Bildung. Wir müssen niemand sagen, was wir hören. Ich hörte nichts, was von Belang sein könnte. Schau nur, der König eilt uns zu feiern. Da sind sie ja, unsere tapferen Männer. Hallo, lieber Macbeth, lieber Benko. Kommt an mein Herz! Was lieb ich euch, ihr Recken! Danke. Ja. Danke. 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 Vater! Danke. Danke für die Gnade. Die habt ihr verdient. Macbeth! Zum Tarn of Cawdor erhebe ich euch. Wie? Tarn of Cawdor. Ein anderer ist dies doch? Gewesen. Gewesen. Er büßt Verrat mit Kopf und Ehr. Mein König, auf ewig dien ich euch. Treu. Das Volk, was die ganz oben tun. Da sage einer, Stammtisch sei ein Muster ohne Wert. Das ist doch nichts als Lüge. Was hat der Benko? Ihr kennt ihn besser. Die hohe Würde hat ihn übermannt. So plötzlich Tarn of Cawdor. Er hat's verdient. Da gibt es, König, keine zwei Meinungen. Und euch, Benko, euch danke ich tausendfach. Verlasst euch drauf, auch euch werde ich belohnen. Ich bin belohnt genug in eurem Dienst. Der Pöbel und das Pack sind klüger oft, als Herrscher es in ihrer Hoffart glauben. Ich will das Reich auch für die Zukunft rüsten. Ich will das Reich auch für die Zukunft rüsten. Macbeth! Der König will uns etwas verkünden. Mein Sohn soll, wenn ich einstens nicht mehr lebe, der König sein, wie ich es jetzt noch bin. Ja. Ein Hoch auf Malcolm, den Sohn des Königs. Ein Hoch auf den zukünftigen König. Hoch, hoch, hoch. Noch ist mein Vater König. Dennoch, Dank. Dank. Es ist, wie meine Frau es hat gesagt. Es zählt die Sippe, nicht die Leistung. Beziehungen, Blutsverwandtschaft, sonst nichts. Und heute Abend habe ich Lust, bei Macbeth im Schlosse Gast zu sein. Der hört nicht zu. Macbeth! Der König kommt dich heute Abend besuchen. Verzeiht, mein Kopf ist ganz verdreht von so viel Ehr. Ich wollte bei euch im Schloss heute Abend feiern, den Sieg euch und auch Benko preisen und ehren. Ihr seid mein König, mir ist nur willkommen. Ich will meiner Frau die frohe Botschaft auf die Schnelle senden, damit alles, was euer Herz begehrt, euch auch erfreut.
Der Kerl kennt nur die Pflichten. Ja, tut das. Und ihr, Benko, ihr fehlt beim Fest heute Abend nicht. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja. Und darum wollen wir trinken. Ja. Lasst uns trinken! Ja. Bis der Morgenrot! Lasst uns trinken! Ja. Bis der Morgenrot! Man denkt schon nach, was da geschehen ist. Ich nenne es Zufall. So dahingesagt, es entpuppt sich plötzlich als dumme Wahrheit. So dumm nun auch wieder nicht. Du trägst die Würde eines Tarn of Corder. Du hast wohl Angst, deine Kinder werden König. Da habe ich wohl auch Angst, du wirst König. Da ist schon des Königs Sohn Malcolm vor. Und vor dem der Duncan selber auch noch. Soll das heißen? Nichts. Ich sag's doch nur. Und tschüss. Ich bin zu einem Fest geladen. Wenn's Schicksal will, dass ich der König werden soll, so soll das Schicksal mir die Krone reichen. Ich selber strebe nicht nach dieser Würde. Diese Mail von meinem Gemahl lässt mich nicht mehr aus dem Bann. Das Volk verhieß ihn, Tarn of Corder zu sein, und dann kam König Duncan und erhob ihn zum Tarn of Corder. Das Volk nannte meinen Mann auch einen König. Und diese Schmeichelei, einem König gleich zu sein, hat meine Sinne in Geiselhaft genommen. In deinen Armen will ich wieder zu klaren Gedanken kommen. Ich will wohl für klare Gedanken in seinem Kopf sorgen. Ach, es zerreißt mir das Herz, wenn er aus seinem Leben nicht das macht, was möglich ist. Was hast du, Lakai? Noch vor Abend kommt ins Schloss der König. Hierher der König? Heute noch vor Abend. Vor Abend? Ja, heute vor Abend. Heute? Sag ich's nicht deutlich genug? Der König kommt vor Abend heute ins Schloss. Aber es ist doch nichts, gar nichts vorbereitet. Was trag ich auf, den König zu erfreuen? Pizzadienst. Pizzadienst? Ja, bist du denn bescheuert? Feinkostkäfer. Feinkostkäfer? Was das kostet, mein Gott? Der König kommt doch. Natürlich. König. Sag an der Küche, und zwar ganz deutlich, der König kommt noch heute hier ins Schloss. Ja, Milady. Ja, Milady, ja, Milady. Schick mir den Koch, sofort. Jawohl. Sofort. Jawohl, den Koch. König, empfang mit dem Personal. Horo, hadera, horo. Was seid ihr wieder charmant? Horo hat eine Hände in Handen. Horo. Oh. 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 Horo. Oh. Oh. Drei Sterne. Horo hat eine Horo. Horo. Hat er da Hände in Handen? Ich muss ein bisschen Acht geben, die Figur. Hände in Handen, Sahne. Hände in Handen, Sahne, Saldera, Sahne, Hand. Ein Stück noch. Sandera, Sandera, Sahne, Haldera, Sahne. Andera Sahne, Handera. Nein, 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 jetzt ist wirklich Schluss mit Naschen. Andera Sahne, liebe Kuschin. Andera Sahne. Saldera Sahne. Saldera Handera Sahne. Nein, 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 jetzt ist wirklich Schluss. Putschnittele Leute.
Lehrer Schutzlorte, Lehrer Korschin, Lehrer... Ja, 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 ja. Und warme und kalte Speisen. Lehrer Korschin, Lehrer Handrasana, Lehrer Korschin, Lehrer... Nein, 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 jetzt ist wirklich, wirklich Schluss. Lehrer Sandra, Lehrer Sandra Sana, Lehrer Saldera. Ja, 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 ja. Und Meditrere... Saldera. Meditrere... Saldera Handrasana. Tra... Saldera. Meditrere... Saldera. Meditrere! Italienische Speisen! Hadrahoro, 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 Hadrahoro. Der ist wirklich die Ausnahme vom Personal. Ein Mann mit Können, Esprit und Bildung. Der schafft Menüs, die sind wie Kunst zum Essen. Oh, Duncan, du bist herzlich willkommen. Hier sollst du die Tür ins Jenseits finden. Es ist ein gutes Werk, den Besseren mit aller Schlechtigkeit zum Sieg zu helfen. Macbeth soll König sein, wie es Weiß sagt. Mein Schatz! Oh, komm an mein Herz, mein Mann! Oh, mein Schatz! Oh. Gruß dir, großer Thanos Glanz! Edle Thanos Korde! Nie noch standen deine Sterne günstiger, ganz hoch zu steigen in des Lebens Himmel. Was denkst du da, mein Lieb? Still. Es malen Zeichen der Nacht die Zukunft mit blutroten Lettern in Duncans Leib. Er ist mein König. Und ich? Bin ich nichts? Gar nichts? Ist Macbeth deine Frau nichts? Ist das, was das Volk sagt, nichts für dich, Macbeth? Och, schmeiß doch nicht all hin die Chancen! Der Mensch muss kämpfen, wenn er Chancen hat. Ich leg mein Schicksal ganz in deine Hand. So ist dein Wort? So ist mein Wort. In Ehr. Ich will dein Glück schon schmieden in der Zeit. Er weiß nicht, was er kann. Doch hat er mich. In seinem Herzen ist nur Reinheit Platz. Und meins ist übervoll in Lieb zu ihm. Ich muss sein Können lehren ihn heute Nacht. Korder seine Strafe bekommen? Erhalten hat er, was er sich erworben. Und wie nahm er seinen Lohn entgegen? Er stand, hört ich, den Verrat mit Freimut und bat euch um Verständnis für die Tat. Er starb wie einer, der den Tod geübt und ließ das Leben heiter hinter sich. Er war ein Mann, mehr wert als sein Verrat. Sein Verrat! War nichts als anderes Denken. Ich denke, auch ich könnte ein Verräter sein. Und bin es oft. Was denke ich oft für Zeug? Die Gedanken sind frei, doch nicht die Tat. Verrat war es, der ihn zum Feind gemacht. Ja, 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 aber freie Meinung macht doch keinen Feind und eigene Meinung soll kein Luxus sein.
Ihr seid ein aufgeklärter Herrscher, Herr. Ein Herrscher, der so voller Weisheit ist, ist für ein Land Geschenk aus Gottes Hand. Gut. Schmeichelei droht. Drum, Themenwechsel. Themenwechsel. Dies Schloss hat eine angenehme Lage. Die milde Luft umfängt gastlich die Sinne. Man atmet durch und fühlt sich, man fühlt sich wie zu Hause. Und wo zu Hause man spürt, sind Heimat auch. Und Herzlichkeit und Menschen, geraden Sinn. So ist, aus solchen Dingen schaut die Wahrheit raus wie... Herzensgüte. 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 Aus den Augen. Die edle Wirtin. Sie mehrt den Zauber noch, den Lieb unter echten Freundenschaft. Doch bringen Unruh wir. Ja. Und wollten doch Dank nur sagen euch und dem Tarn of Cawdor. Wenn jemand Dank sagen muss, sind wir es, die in des Königs Gunst so herrlich leben. Drum soll ein Fest von unserer Demut zeugen. Hereinspaziert, was uns sei euch nur recht. Mein König. Was freue ich mich, den Hausherrn gleich zu sehen. Und wie sehr freue ich mich erst. Die Herrschaften sind außer Rand und Band. Das Essen fehlt. Sie wollen Macbeth feiern, Banquo feiern und jetzt fehlt das Essen. Das ist mir auch so peinlich. Da spielt bei uns Winfried Schubert mit. Und dann fehlt das Essen, dann läuft das schief. Da sitzen Leute wie Professor Köder drin. Dann geht das heute gerade schief, dass das Essen nicht da ist. Da schämt man sich so, da fällt alles auf mich als Lakai zurück. Ja, ich kann wirklich, ich finde nicht, mein Gott, ich habe schon mit Herrn Sonnig gesprochen. Ich habe gesagt, wie ist das mit dem Essen? Ich sage, ja, er hat nur Knacker, hat nur Würzchen. Das Essen hat er nicht. Jetzt stehe ich da in meiner Verzweiflung. Ich will nicht sagen, dass ich ausgebeutet werde von meinen Herrschaften. Aber sie führen mich schon an die Grenze meiner Möglichkeiten. Wo ist der Koch? Wo, jetzt rufe ich noch mal, wo ist der Koch? Hodo, hat er da Hodo? Verstehe kein Wort, verstehen Sie was? Wird ja heutzutage einmal verrückter, weil es wahrscheinlich Sprachen haben, dass man sich hier noch verständigt. Hodo, hat er da Händchen handen? Keine Füße aus, oder was? Händchen handen, Handerer, Sahner, Salderer. Wenn der Geschwister hat, kommen die alle hierher. Können wir uns warm anziehen. Salderer, Handerer, Sahner, Salderer. Wo ist Essen? Salderer putzen den Leuten, ja, putzen, da putzen. Putzen tun die nicht, die wollen da nur Hartz IV. Nein, das ist ein falsches Thema. Essen, nicht die Stadt essen, sondern Happy. Lehrer putzen, Lorte, Lehrer schutzen. Gut, dann schön putzen machen, ja? Putzen, Lorte, ja? Sandra. Das ist mal Bora, diese Abzugshaube, wo es nach unten geht, dass du im Freien schön kochen kannst. Putzen, Lorte, Lehrer Sahne, Sandra, Sahne, Salderer, ne? Man weiß heutzutage nicht mehr, was es ist. Ist es nur Satire oder schlechtes Deutsch, ja? Also, Salderer, Handerer, Sahne, Salderer, ja, ich frag, wo es nicht. Salderer, Handerer, Sahne, Sanderer. Ich bin in Verzweiflung, der macht schöne Worte, ja. Salderer. Die Welt entwickelt sich ja immer mehr dem Turmbau zu Babel ähnlich. Keiner begreift ja, was der andere babbelt. Ja. So ist das ja. Wir werden noch verrückt. Gerade wir Älteren, wie sollen wir das vorstellen? Jugend, ja, die Jugend kannst ja. Pass mal auf. Die Welt ist völlig aus dem Fugen, seit solche Rindviecher wie du hier mitreden. Das ist doch. Kann man doch mal schützen. Die Speisen stehen im Nebenraum bereit. Hans Schnee! Dem Volke nie begegnet. Hätte ich doch nie gehört, was die da sagten. Macbeth? Ich such dich überall im Schloss. Der König will mit dir noch etwas trinken. Na, mein Liebling, ich bin vollends durch den Wind. Mein Leben ist doch schön.
Warum soll ich denn König werden? Und deshalb danke morden! Misslingt der Plan! Misslingt, Herrgott! Man muss an sich selbst ganz fest glauben können. Der Trunk, der Danken setzt den tiefen Schlaf. Das ist mein Part. Und doch wirkt er langsam und sacht, dass niemand auch nur einen Hauch kann schöpfen von Verdacht. Und du nimmst dann das Messer. Nein, meine Liebste. Doch! Ich kann das nicht! Doch, du kannst. Aber ja. Und auf dem Thron sitzt dann der rechte Mann und wahre König. Alles tust du nur für dich und deine Gaben. Geh rein, trink mit ihm und tu sehr fröhlich. Verbirg dich unter deiner schönsten Lampe. Hey! 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 Diese Stunden sind sehr labend, alle Sinne sind gefordert. Unvergesslich ist der Abend, alle Lüste sind geordert. Oberdame, König, Haus, keiner geht jetzt schon nach Haus. Dünne, starke, schlanke, fette, niemand will von uns zu Bette. Hey! Ho! Feiern wollen wir wie die Sieger. Hey! Ho! Trinken wir wie grüne Tiger. Morgen ist ein anderer Tag. Tote liegen in dem Sarg. So eine Schlacht so toll wie heute schlugen wir schon lang nicht mehr. Vielen Reicht und schöne Beute dazu ansehen und auch mehr. Ehre, Ehre, immer wieder ist es Frühling, blüht der Frieder. Heute soll wiederholen sich morgen, werden wir den Tod euch borgen. Hey, ho! Feiern wollen wir wie die Sieger. Hey, ho! Trinken mit wie grüne Tiger. Morgen ist ein anderer Tag. Unsere Gastgeber. Ho! 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 Wir danken dem König und danken euch, edle Herren. Mein Macbeth, komm, ich will dich nochmals herzen. Was? Mein König, wie sehr verwöhnt ihr mich? Ich möchte den ganzen Abend lang dich drücken. Von Herzen gern. Das schafft mir Druck, euren Ansprüchen allzeit Genüge tun zu können. Du bist mir so gering, aber das packst du. Das packst du! Ja. Ein Hoch auf unsere Heerführer. Macbeth und Benko. Ho! 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 Wer? 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 Männer so wie wir, wer hat im Land die dicksten Kröten? Männer so wie wir, wer kann den Feind mit Spucke töten? Männer so wie wir, wer bringt es nach sich auf zum Schreien? Es muss ja nicht nur eine sein, was trinken wir noch bitte sehr? Den ganzen Schnaps alleine leer. Wer, wer? Männer so wie wir. Erschöpft von all dem Lob und wundgedrückt in königlichen Armen. Es ist, mein König, in den letzten Jahren ein Freund geworden, Menschen zu umarmen. Ich liege lieber im Arm als im Kampf. Ich fordere den Feind gern bei Bier und Cognac am Tresen. Sieger,
wer am Ende noch steht. Es bremsen festliches Mahl und Lachen und Liebe, Bosheit und Heimtücke aus. Und Freunde lasse ich ungern aus den Armen. Meine Herren, so jung wie heute Abend. Bitte sprecht nicht weiter, edle Frau, sprecht nicht weiter. Ihr, ich weiß, ihr tanzt so wunderbar. Ihr schmeichelt mir. Nein. Ich möchte sehen, wie wunderbar ihr tanzen könnt. Und der Herr des Hauses soll mittanzen. Jawohl, Macbeth, wir wollen euch tanzen sehen. Der Tarn auf Cordo tanzt uns etwas hoch. Stehen hier getrennt wie zwei feindliche Parteien. Da kann uns doch Lennox mal erzählen, was vor einigen Tagen in seinem Zoo passiert ist. König, ich habe keinen Zoo. Ich habe lediglich ein Gehege mit Affen, ein relativ großes Gehege. Ja, mit Affen? Mit Affen, ja. Affen sind doch Wesen, die so wenig arbeiten, dass sie nur wenig Hirn entwickeln konnten. Ja. Eigentlich ganz kluge Wesen. Ja. Weil sie auf das Gehirn verzichten. Ja. Weil sie keinen Bock auf Arbeit haben. Ja. Überbietet euch nicht, wer witziger ist. Der Lennox soll von seinen Affen berichten. Ja, die bildeten in dem Gehege zwei Rudel, die sich feindlich gegenüberstanden. Wie ja. wir hier! Ja. Weil keiner, der Anführer von ihnen, die absolute Herrschaft in diesem Gehege erringen konnte. Ja, und was taten die Affen da? Ah, sie umarmten sich andauernd. Ah! Ja. Ist denn Betäubung genug auch im Trunk? Mehr als genug, doch müde wird er nicht. So ist wahr das Gerücht, der Duncan trinkt. So ist es. Höchste Zeit, sich zu befreien von einem Herrscher, der auf Lust aus ist und zudröhnt sich den Geist und seine Sinne. Nein, um Abend haben sie sich nicht. Die kämpften so lange, bis einer der Anführer an einen Herzinfarkt verstarb. Ah, ja. Und deshalb umarmt ihr immer den Macbeth. Ja. Aber bei uns ist die Machtverteilung doch klar. Dem König bringe ich einen frischen Trunk. Ich danke euch, edle Frau, zum Wohl. Ja, was heißt denn übrigens Machtverteilung klar? Da sollte man sich niemals ganz sicher sein. Mein König, was sind das für Gedanken? Der Joke ist sehr gut. Edle Wirtsleute, ich möchte nun zur Ruhe mich betten. Vater, du schwankst. Ja, wer schwankt, hat mehr vom Weg. Macduff? Sehr wohl. Macduff, für euch noch ein Auftrag. Bringt diesen Brief an meine Frau und weckt uns morgen in der Zeitgen früh bei eurer Rückkehr. Sehr wohl, mein König. Ja? Bis morgen früh. Es ist unendlich schade, dass ihr schon schlafen müsst. Doch wünschen wir euch einen tiefen Schlaf. Ich schließe mich an, ihr möget himmlisch schlummern. Auch mich drückt der Schlaf. Der Tag war hart. Wo alles ruht, will ich allein nicht wachen. Ja. Erlaubt, teurer König, dass wir ein Schlaflied für euch nun singen und den lieben Sohn. Ich bitte euch drum, singt uns in süßen Schlummer. König. Ich muss mal schlafen gehen, wenn nachts am Himmel Sternlein stehen, wenn tiefer Schlaf die Erde deckt an jedem
morgen neu. Ein jeder Mensch schöpft Kräfte neu, im Schlaf die ganze Nacht. Und wenn der Morgen dann erwacht, und wenn der Morgen dann erwacht, ist der König stark wie Leu. Ist der König stark wie Leu. Husch, husch, ins Bett, lieber König, mach deine edlen Lichter aus. Husch, husch, ins Bett, lieber König, treibe auch dieses aus. Danke euch, das war sehr schön. Mein Herz ist wie in Ferien. Die Seele spürt den Himmel und die Ruhe so wunderbar. Husch, ab ins Bett, husch, ab ins Bett, husch, ab ins Bett. Wenn mich in dieser Nacht Gott zu sich ruft, dann war dieser Wein ein Wein in die Gruft, ein Abschied aus dem Leben. Husch, ab ins Bett, husch, ab ins Bett, husch, ab ins Bett, husch, ab ins Bett. Ein Abschied so schön wie gemacht. Husch. Ich bring den Dienern nun den Schlaftrunk, der sie in ein Vergessen stürzt, was grausam ist. Du wartest hier, bis ich die Glocke ziehe. Hast du den Dolch dabei, das Werk zu tun? Hier, schau. Das Letzte, was er vom Leben spürt. Was er zum Abschied fühlt, ist dein Beginn. Bleib stark. Am Ende trägst du eine Krone. Zurück kann ich nun nicht. Ich bin verdammt zur Tat. Wer hoch hinaus will, muss viel wagen. Das Volk stach einen Stachel tief in mein Gemüt. Meine Frau, so voller Lieb zu mir. Wie dunkel ist die Nacht. Dunkler noch als schwarzes Bier. Wer da? Ein Freund! Benko! Ja, ich bin es. Was treibt dich um, du? Du wolltest schlafen gehen. Und dich, was treibt dich? Ich hab zuerst gefragt. Ich schaute, ob mein Kind auch wohl behütet. Ach ja, vergaß ich fast. Da ruht ein König. Und hier irrt ein König durch die Nacht. Willst du, was dir und mir das Volk geweissagt, als Wahrheit tragen durch dein Leben lang? Geweissagt? Es redet das Volk so dahin, und wenn wir tun, was das Volk sagt, so sag ich dir, es gibt kein Halten mehr von dem, was recht ist und heilig in diesem Lande. Gut! Lass uns reden zu besserer Stunde. So, gute Nacht. Dir einen guten Schlaf. Der Mann liegt mir wie Blei auf meiner Seele. Er weiß zu viel. Wer weiß, was ich auch weiß. Hör's, ein Geräusch. Rabe. Flieg ab! Was soll's? Die Raben nisten gern an meiner Burg. Bald wirst du nisten, wo ein König herrscht. So schlägt die Stunde. Sterben muss der König, auf das Macbeth erfüllt, was Volkes Wille. Du willst mir beistehen, Vogel? Ihr Raben, so klug seid ihr, dass ihr zur rechten Stunde mir gebt Geleit, den alten Datterich mit diesem Dolch ins Jenseits zu verfrachten. Ich danke dir, Freund. Nun fehlt mir nichts am Glauben. Den letzten Mut, mir die Natur nun gibt.
Und ist nicht auch das Volk ein Stück Natur? Ohn Wissen und von Demut ganz verlassen. Nun will ich wagen ganz mein Herz im wilden Lebenskampf und du, Duncan, musst sterben! Ha! Ha! Dein blaues Wunder wirst du noch erleben! Wir Raben wissen mehr, als was wir sagen. Schweinsgraben hier! Kra, 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 wir sind noch feinste Schweinerei. Kra, 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 jetzt ist mir ganz einerlei. Nur unterhalten muss der Schwein, Rettiger am Ende. Arschgeigen sitzen auf dem Thron und fixen ab ein Jahr. Und alle Ziegen dieser Nacht haben sich zum Ficken fein gemacht. Das alles jetzt abscheuliches Zeug! Ja, das ist Satire. Freiheit der Meinung. Wenn sich das unser Eins erlauben würde, den Posten wäre ich los. Erwischt man mich. Mit dem kann man nicht über Freiheit reden. Oh. Der ist zu unfrei selbst, um wertzuschätzen, wie schön es doch ist, wenn man mal satirisch spricht. Jede Sache, die man überdehnt, geht kaputt. Ja, ja. Das gilt auch für die Freiheit der Meinung. Oh. Quack, quack, quack. Der Quack Unsinn, dass Gott selbst Trauer trägt. Wenn ich ein Tor zu hart in die Angel werf, dann mach ich das Tor einfach kaputt. Ja, mach das einfach mal. Und wenn deine Dummheit schmerzen würde, ich würde allzu gerne seine Schreie hören. Oh. Ist seine Flucht nun Satire oder Freiheit der Meinung oder Angst? Das entscheide jeder für sich allein. Die Wachen des Königs schlafen wie Kinder, tief. Macbeth vollbringe nun das große Werk. Man sieht heute Nacht die Hand nicht vor den Augen. Die Nacht ist wie gemacht für einen Mord. Für einen Mord, für eine bessere Zeit. Hast du's getan? Ich hab's getan. Die Augen schlug er auf, als ich den Dolch ihm in den Körper stieß hinein. Sein Blut spritzte ab mich wie beim Bade und... Und eine Stimme schrie: Macbeth, was tust du da? Er ist der König! Halt ein, sei still! Wir brauchen starke Nerven jetzt. Der Dolch! Er muss bei seinen Wachen liegen. Bring ihn zurück! Das packe ich nicht. Du musst! Ich selbst kann nicht zurück, das Blut zu schauen. Der Dolch. Ich trag ihn hin, wo er hin muss. Was ist es einfach, im Auftrag des Königs zu kämpfen, das Schwert zu schwingen, zum Morden? Doch morgen schon
Wenn mein Weib die Schlacht gewinnt, bin König ich und sag, wen jetzt wir schlagen. Das Blut der Tat schwemmt mich auf seinen Thron, den ich so viele Jahre verteidigt hab, auch auf Gefahr im Kampf dafür zu fallen. Nun mordete ich den, der mir das Höchste. Voll von Skorpionen ist mein Blut. Wie soll ich damit leben, was ich tat? Der Dolch liegt seit am Bett der Diener und jeder sieht, wer Königsmörder sind. Dies Blut an unseren Händen muss gänzlich weg. Wir müssen rein von jedem Verdacht uns waschen. Geh, leg an dein Nachtgewand ganz in Weiß. Ganz in Weiß ist auch das Herz, das in uns schlägt. Wir taten es aus reinem Herzen nur. Kopf hoch! Morgen trägst du eine Krone. Wir sind Nacht und deshalb finster, am Tag das Volk und manchmal helle, das Volk steht fest von Arbeit müde, und wer Hartz IV schläft, tot von mir. Nun ruht auch ihr, denn jetzt ist Pause, bei Bier und Sekt macht nun der Sause. Pause! Aber ein Moment, der mir jeden Abend richtig gut gefällt, ist, wenn ich als Macduff zu Macbeth gehe und ihn praktisch überreden will, die Krone anzunehmen. Weil wir da eine Intimität zusammen haben, wo wir ganz was Ruhiges miteinander haben. Weil sonst ist natürlich auch, dadurch, dass wir draußen spielen, halt immer sehr, sehr laut und man brüllt und irgendwie schreit eher und ist irgendwie in den Gesten groß. Und da ist wirklich sehr, sehr nah und sehr klein, was wir da irgendwie miteinander spielen. Und mit Thomas macht es ja auch sehr viel Spaß. Und da fließt es immer ziemlich gut. Das ist so eins meiner Highlights des Stücks bei uns. Und bei dir? Der Koch ist so das, was irgendwie in den Zeitungen und keine Ahnung immer drin stand. So Toni Deutsch, der spielt den Koch. Der Koch kommt in zwei Szenen drin vor. Und eigentlich dachte ich immer, ich spiele den Benko und den Koch halt nebenbei. Aber dass der halt so eine Resonanz kriegt, das hat mich überrascht, aber natürlich auch gefreut, ja. Was steht im Programmheft? Irgendwas von 30 Versen, die original sind, und die hat ja zu 90% Benjamin. Ich dachte, drei Zeilen waren es, aber 30 Zeilen. Ja, es ist geschenkt. Insofern, du kommst natürlich in keiner Art und Weise an Shakespeare irgendwo dran vorbei. Ich mag Shakespeare, also mein Favorit ist nach wie vor Sommernachtstraum aus der Shakespeare'schen Hütte. Und insofern ist dieser Macbeth auch ein ganz, ganz großes Geschenk. Ehrlich gesagt hatte ich Angst vor der Rolle. Also, weil es ist eine ganz schöne Herausforderung. Und das, was Bernd damit gemacht hat mit dem Stück, als ich es dann las, fand ich großartig und dachte, das wird was. Und es ist ja auch was geworden. Herausfordernd ist der Moment, wenn er den König getötet hat und zu seiner Frau zurück auf die Bühne kommt. Und im zweiten Teil mag ich sehr gern die Kofferszene mit Benko. Wie wirst du beschreiben vielleicht? Kann man beschreiben? Das muss man erleben. Ja. Das Lieblingszitat aus dem Stück, das ist ein Satz, den sage ich nicht selber, den sagt der Benko. Ich weiß nicht, ob er ihn jetzt vor der Kamera schon gesagt hat, wahrscheinlich nicht.
was Yellow Press dem Volke vor die Koffer scheißt, sie lutschen's als Bonbon der Bildung. Zeichen der Zeit. Ja. Also für mich war es ja neu, wie Gisela und Bernd zusammen arbeiten und wie die Proben aussehen. Und das Stück kannte man ja bis eine Woche vor Leseprobe nicht. Also habe ich halt Shakespeare gelesen nochmal, das Stück. Und ansonsten habe ich es auf mich zukommen lassen, weil ich gedacht habe, er wird sowieso nicht den Original Shakespeare nehmen. Also ist es auch egal, ob ich mir noch tausend andere Sachen angucke. Ich muss einfach diese Arbeitsweise kennenlernen. Für dich vielleicht ein besonderer Moment, eine Szene im Stück, die dich besonders berührt oder vielleicht auch überrascht hat? Ich glaube, es gibt sehr viele Szenen, die mich berühren in dem Stück, weil die Lady Macbeth sehr unterschiedliche Seiten zeigt und man eigentlich vor jeder Szene sich neu auf die Situation einstellen muss, weil in der Zwischenzeit ganz viel passiert ist. Und es gibt eine Szene, wenn Macbeth schon zum König gekrönt ist, wo die Liebe zwischen den beiden kippt. Die finde ich jeden Abend neu spannend. Und natürlich die Wahnsinnsszene am Ende. Das ist jeden Abend auch wieder neu. Ob man in Ruhe sterben kann oder jemand feiert im Hintergrund oder sich auf der Parkbank unterhält oder ob die Leute lieber den Spaß haben wollen oder die Tragik lieben. Jeden Abend neu. Ich habe auch schon Shakespeare gespielt vor vielen, vielen Jahren. Aber diesmal ist die Sprache doch ein bisschen anders. Und vor allem sind so für mich, was die Schwierigkeit ausgemacht hat, so immer so Einwürfe. Also so, es gibt keinen flüssigen Dialog in dem Sinne an vielen Stellen. Sondern der König, der Duncan, der geht immer so dazwischen mit Fragen, die er irgendwo herholt. Und das war nicht ganz einfach, auch in den Proben und beim Lernen und so. Ja, also. Tick, 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 Götz. Genau, ja. Also er kommt immer wieder auf Sachen zu sprechen, die in einer anderen Ebene liegen, die eigentlich stattfindet. Und er muss immer wieder neu rein. Muss man auch trainieren, weil das ist nicht alltäglich, sage ich mal, im Theater. Oft ist es ja so, da hat man Dialoge oder drei Leute oder vier Leute unterhalten sich. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemerkt bei dem Luther, wenn ich den Luther gemacht habe, dann hat der Luther ein Gespräch mit Melanchthon oder mit Katharina von Bora oder so. Und hier war es eben doch in vielen Szenen, sage ich mal, anders. Also insofern war es schon eine Herausforderung auch. Und die Texte, muss man auch dazu sagen, sind dann teilweise sehr verschroben geschrieben. Also nicht, da sind Wörter eingebaut, die man im normalen Sprachgebrauch ganz anders sagen würde, aber er hatte eben eine Kunstsprache da entwickelt. Und insofern war das auch eine zusätzliche Herausforderung. Bisher hatte ich wenig Berührung auch mit Shakespeare. Da überlegt man, okay, was erwartet einen da? Ich kenne Bernd ganz gut, das ist ein verrückter Typ, ein wahnsinniger Typ, der da unglaublich viel Humor und auch so schöne Sticheleien auch so reinbringt in allen möglichen Richtungen. Da war ich echt überrascht, was einen da erwartet in den Proben. Aber am Ende ist es echt ein völlig neuartiges, eine sonderbare Shakespeare-Perspektive geworden, die den 2016er Zeitgeist ganz gut widerspiegelt auch. Für mich war es anfangs schwierig im Sinne von die ganzen neuen Eindrücke und dann ging es alles doch in einem recht zügigen, aber angenehmen Arbeitstempo. Die erste Konzeptionsprobe weiß ich noch, dass ich sehr überfordert war von den ganz vielen Leuten. Dann aber die ersten Einzelproben und direkt mit meinen Mitstreitern war doch schön, weil ich gemerkt habe, dass wir zwar unterschiedliche Arbeitslevel haben, aber es war gleich private Sympathie da. Also das hat gleich irgendwie menschlich sehr gut funktioniert. Und es war lustig, gerade mit Bernd, also absolut sympathisch, lustig. Und es gab auch Momente, wo man, sie gibt es immer, mit sich gehadert hat und mit den anderen, aber es hat sich doch alles relativ schnell geklärt und war gut. Ich habe ja so ein bisschen Theatererfahrung als Statist und Chorsänger und das hat mir damals schon immer viel Spaß gemacht und dann kam Familie und Beruf. Und als jetzt die Möglichkeit war, hier in der Kompanie 09 mitzuspielen, fand ich das ganz spannend, mal so etwas ganz Neues auszuprobieren. Ich habe im Stück einen Satz zu sagen, dass ich in meinem Alter das schaue. Und das kann ich nur umsetzen, dass ich in meinem Alter das erleben darf. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen zu beobachten, mit welcher Ernsthaftigkeit die jungen Schauspieler an ihre Arbeit gehen, mit wie viel Spaß sie da auch rangehen und wie diszipliniert sie sind. Und das zu erleben, das fand ich sehr schön.
im letzten Jahr war ja, da waren wir ja im Grunde zu dritt, die wir das dort bestritten haben. Diesmal ist es anders. Wir sind eine neue Gruppe. Gleichwohl finde ich, die Truppe ist hier genauso nett. Und auch die Schauspieler, von denen ja einige im letzten Jahr auch dabei waren, mit denen macht es richtig Spaß. Sind nette Leute, muss ich sagen, sind nette Leute. Und auch wenn das für mich selber eine ziemliche Einschränkung ist, diese Zeit lang, in der man nicht viel anderes unternehmen kann und darf. Gleichwohl macht es mir Spaß und ich freue mich, dass ich es mitgemacht habe. Das ist, glaube ich, der Tenor. Und ein weiteres war für mich auch, ob auch in meinem Alter, und das muss ich mal meine Nachbarin stuppen, es mir gelingt, doch noch die Texte an Bord zu kriegen. Das ist ja nicht ganz so einfach, dass man auch den richtigen Einsatz findet. Ja, ich freue mich, dass das doch einigermaßen gelingt. Und sage mal, ich bin in vollem Umfang bisher zufrieden. Bernd ist nicht auf mich gekommen, sondern ich bin zu denen gekommen, zu einem Casting, was die gemacht haben. Davon hatte ich gehört und ich dachte mir, weil ich halt eh so in die Richtung arbeite, also mit sehr viel Ruhe und mit sehr viel Zeit so über Zirkus und Tanz- und Bewegungstheater gegangen bin die letzte Zeit in der Ausbildung. Das heißt, in der beruflichen Praxis habe ich es noch nicht so sehr erlebt. Das heißt, für mich war das so eine erste Erfahrung, das auch mal praktisch umzusetzen. Und halt jetzt, was bei mir halt oft noch fehlt, ist diese ganze Geschichte mit dem Sprechtheater. Das heißt, es ist halt, auch wenn es jetzt nur ein paar Zeilen sind, ist das für mich in der Repetition, in der Wiederholung eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das ist halt immer wieder auf den Text zu kommen und genau das zu machen. Eigentlich hatte der Wetterbericht gar kein Klopfen gemeldet, aber es klopft. Jetzt klopft es. Jetzt klopft es. Ach ja, wenn es klopft. Wenn es klopft, sind wir Torwächter aufgefordert, zu schauen, wer am Tor Einlass begehrt. Das mache ich jetzt. Da ist kein Tor da. Ich habe kein Tor. Ich würde gern, aber zu viel. Ja, das ist gut. Wo ist das Tor? Aus dem Hintergrund müsste Ratschießen! Ratschieß! Tor, 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 Tor! Deutschland ist... Was denn für ein Tor? Dass Deutschland nicht Fußball-Europameister geworden, da knallt mein Torwächtergehilfe so durch, dass er sich Fußballspiele von 1954 anschaut. Hat natürlich einen gewissen Sinn. 999 Jahre vor der Schlacht auf Lechfeld in Augsburg. Also dort wurden die Ungarn unter Otto geschlagen, dann unter Fritz Walter. Was bist du für ein Tor, dass du nicht weißt, wo das Tor ist? Dass wir Torwächter öffnen sollen, wenn es gegen das Tor klopft. Das Klopfen höre ich wohl, allein mir fehlt das Tor. Wie irrt dieser Mensch am sausenden Webstuhl der Zeit? Wir sollen den König wecken. König wecken? Ja. Ja, der schläft wie eingeweckt. Einen Wecken bräuchte er und einen starken Kaffee. Ah, Kaffee. An dem sterbe ich dann in der letzten Szene. Ja, das ist... Ja. Sag mal, haben die überhaupt Eintrittskarten? Solche Leute wie die bekommen fast zu allen Veranstaltungen frei oder Ehrenkarten. Sie sind das Grauen für alle... Entschuldigung, können Sie uns jetzt bitte reinlassen, sonst geschieht noch ein Unglück. Such das Tor. Ja.
entschuldigen Sie. Wir suchen sofort das Tor. Ja, bitte! Wir wollen alles tun, dass... Tor! Unglück geschieht. Ja. Ich hab das Tor. Das ist doch kein Tor, das ist doch eine Tür. Ja. Tritt ein, bring Glück und Sonnenschein herein. Was soll denn der ganze Unsinn? Bitte, ich... Haben Sie Nachsicht. Such das Tor jetzt. Ja. Haben Sie Nachsicht. Mein Torwächtergehilfe ist im wirklichen Leben, sage ich mal, ein Dichter. Da er aber vom Dichten nicht leben kann, hat er sich in seiner Freizeit als Torwächtergehilfe verdient bei mir. Und ich bin Leidtragender seiner Lyrik. Das tat er aber klug. Ja, meinen Sie? Ja, denn wenn TTIP... Ich tippe auch. Ich tippe Lotto seit Jahren. Ja, super, aber ja. Ich meine das transatlantische Handelsabkommen. Ach, was ich nicht sage, ja. Wenn das ratifiziert wird... Ratifiziert. Danke nochmal. Ja, dann fallen alle Investitionen für Kunst und Kultur weg. Was ich nicht sage. Und dein Dichter muss dann ernster Arbeit nachgehen. Oder er sucht sich den nächsten Strick und er hängt sich. Da hoffe ich, er findet den Strick schneller als das Tor. Na, hoffentlich nicht. Jambus Tropius, ja. Dactylus Anapest. So geht das. Jambus Tropius, Dactylus Anapest. Jambus Tropius, Dactylus Anapest. Ja, das ist aber erst mal. Was hat den denn geritten? Er reitet auf seinen Pegasus. Oh Gott. Ja. Macbeth hat echte Toren als Torwächter angestellt. Er reitet auf seinen Pegasus, weil seine Muse noch schläft. Ah, natürlich. Ja. Oh, ja, gut, dann treten wir mal ein. Ja, bitte. Ja. Nein! Was? Herrschaften wie Sie können nicht durch eine profane Tür eintreten. Was? Aber reinlassen kann man Leute durch eine Tür doch schon. Leute schon. Aber nicht edle Leute wie Sie. Was? Ja, ja, das stimmt. Ja, kommt edle... Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als das Edle durch eine Tür tritt. Ja, 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 aber hier ist doch nichts, gar nichts, nicht einmal eine Markierung. Absolut nichts! Wir sollten als aufgeklärte Menschen Grenzen auch akzeptieren, wenn sie nicht fixiert sind durch Gräben, durch Stacheldrähte, durch Mauern, also nur fiktiv. Was ist denn das für ein Dummschwätzer? Bitte, bitte lasst uns endlich rein jetzt. Der Einlass hat etwas Edles im Gemüt, weil ihm bald der Erlass nachfolgt, sich auf eine Sache verlassen zu können. Und wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, hat man auch Hoffnung, dass man Nachlass nicht nachtischt, sondern Nachlass erhält. Sag mal, kannst du dich eigentlich auf deinen verdammten Verstand verlassen? Ja, er ist der Einlass für alles Geistige. Ich glaube ja, bei dem wurde zu viel Geistiges eingelassen. Ja, ja. Dann ist es ja nicht schade, wenn ich ihn ins Jenseits befördere. Mit der Eisenbahn. Was? Befördere mit der Eisenbahn. Ich meine, ja, hast Deutsche du... Bahn. Ja, 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 hast du Nachlass? Nicht, dass ich wüsste. Also dann... Ja! Ja! Ah, es waren die Taliban. Ah! Ein kleiner Schritt für mich. Aber ein großer Schritt für unser Königreich! Ja! Oh Gott, endlich! Morgen, edler Herr! Guten Morgen! Ach, bin ich ja gerade noch mal mit dem Leben davon. Ihr seid aber schon sehr früh am Morgen, wa? Aber Schutz, aber Schutz. Ja, wir sind putzmunter! Was? Denn wir sollen den König wecken. Unser hoher Herr war gestern Abend bester Stimmung, trank viel und war heiter. Ja, er hat viel Menschliches in seiner Art und wir sind, wie ihr wisst, dabei gewesen. Doch nun muss ich ihn reißen aus dem Schlaf. So ist sein Wille, heilig ist ihm Pflicht. Ich hoffe nur, er schlief so tief und fest wie ich. Süßer Schlummer umfing mich nach der Schlacht. So schlafen Sieger, weiß man seit alters her. Ich gehe und rufe dem König in sein Ohr. Auf aus der Träume wonnigem Trug, erwache Mann und erwäge. Wagner. Wagner? Wagner, Rheingold. Was, Rheingold, Wagner? Ach, ist auch egal, Opa. Reist der König heute ab? So ist's, er hat es so bestimmt. Was war die Nacht, die letzte, gar so stürmisch? Ich sagte schon, ich schlief so tief und fest wie nie.
als wenn Natur den Aufstand probte, wider all menschliche Ordnung und Hierarchie. Es war ein traumlos tiefer Schlaf heute Nacht. Verdient habt ihr euch diesen Schlaf, Macbeth. Der König, Vaterland und alle Werte mit so starker Hand, wie ihr vor Feinden schützt, der muss auch hin und wieder lange schlafen. Ich schlief sehr tief. In diesem Haus hat Schlaf ein Heimatrecht. Nun übertreibt ihr's aber. Ja, ja. Eure Wachen fanden weder Tür noch Tor vor lauter Schlaf. Das Schloss soll Schlafmützen als Logo tragen. Schlafmützen als Logo, das wäre doch... Brüller. Schlafmützen als Logo, das wäre doch... Naja, ein Zufall war es, dass wir hier reingelangt haben. Das zahlt den Wächter nicht um Vielfaches heim. Ja. Hey Wächter, wo seid ihr? Kanalien! Hier! Wo ist dein Chef? Mein Chef! Ja, wo ist er? Soll ich der Wächter meines Chefes sein? Das darf doch nicht wahr sein, was ein Idiot! Oh. Wie kannst du es wagen, mich vor dem Elend des Reiches so bloßzustellen? Sauern! Denkst du in meinem Schloss herrscht? Auch noch nicht! Ja. Der König ist ermordet. Der König ist tot. Der König ist ermordet. Seid ihr von Sinnen? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Königsmord nach so siegreicher Schlacht. Danke, König. Dein Tod rettet mein Leben. Wacht auf, ihr Schläfer. Der Tod geht um im Haus. Sagt Macbeth, dass das nicht wahr ist. Dein Trugbild hat euch verwirrt. Der König lebt. Mit eigenen Augen sah ich ihn liegen. Ein Angriff auf uns alle. Die wir hier sind. Schreit, was ihr schreien könnt. Ich glaube es nicht. Dann geht und schaut und macht das Auge euch blind. Die Sinne taub. Das Grauen kennt nicht Gnad. Ich muss es selber sehen. Ich glaube es nicht. Wer glaubt es nicht? Und wer es schaut, der fällt vom rechten Glauben auf der Stelle ab. Mein Vater tot? Der König? Gemordet? Es ist wahr. Ihr lieber Vater lebt nicht mehr. Wie konnte in diesem Schloss mein Vater sterben? Bewahrt Vernunft. Wie? Das Reich setzt nun auf euch. Sagt ihr, Leute, es stimmt nicht, was ich hörte. Ja, tot oder nicht tot ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie soll die Totenfeier sein? Gemach, gemach. Wir sind noch voll Entsetzen. Die Totenfeier. Gefeiert wird da nichts. Ah! Die Welt geht unter. Der König ist tot. Was gäbe ich drum, wäre ich an seiner Stelle. In unserem Schloss. Der König hier gemordet. Die edle Frau, schaut nur, wie sie leidet. Herrgott, ist es nun das Ende der Welt? Ich will nicht länger leben mehr auf solcher Erde. Ich auch will sterben. Ruf mich ab, lieb Gott. Ja, es ist wahr, ein grausam Verbrechen in meinem Haus. Ich will nicht länger sein, was hier geschah. Ich kann nicht fürder leben. Macbeth, habt ihr versucht, euch selbst zu richten? Ich wollte es als Danke in dem Blute. Ich sah doch, Wut unendlich groß hat mich missleitet. Ich stach aus abgrundtiefem Hass die Wachen nieder, die noch in ihrem Suffe lagen. Verzeiht doch mein Gefühl und meine Liebe zum König. Ich konnte mich nicht beherrschen. Macbeth, es ist nicht einer hier, der nicht versteht, wie stark grad euch die Trauer übermannt. Stürz herab, Himmel, und begrab die Sünde! Vater, in meinem Haus, wie soll ich das begreifen? Nicht einem ist begreiflich, diese Tat. Was hat er gestern, Benko, uns geehrt, von Herzen so sein Dank an dich und mich? Ja, das hat er. Doch spür ich Grauen nur. Wir kennen die Täter. Und das macht uns stark. Und Macbeth hat sie gerichtet. Dank dir.
Es ist so viel an falsch, was hier geschieht. Ich glaub nicht dran, was man erzählt. Ich flieh. Mir geht es ebenso. Habt gute Reise. Der Mensch, wozu ist der im Bösen fähig? Ein Leid zu groß, zu groß für Menschenherzen. Die Folge stürzt in einen Schacht. Weiter nichts als Schmerzen. Ihr Menschen seid ganz ohne Macht. Es braucht viel Lieb, den Mensch zu glauben. Ein Bester starb hier fies von Meuchelhand. Lassen uns das Herz nicht rauben und stehen fürs Gute rings im Land. All Schmerzen heilt die Zeit, sie ist noch nicht so weit. All Schmerzen heilt die Zeit, all Schmerzen heilt die Zeit, all Schmerzen heilt die Zeit. So groß für Mensch, all Schmerzen heilt die Zeit. Als Schmerzen heilt die Zeit. Freude stürzt. Als Schmerzen heilt die Zeit. 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 Als Schmerzen sind weiter nichts als Schmerzen. Heilt die Zeit. Als Schmerzen heilt die Zeit. Die Menschen Fassung jetzt! Der König ist tot. Es lebe hoch Malcolm! Unser neuer König Malcolm! Er lebe hoch! 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 Er ist gegangen! Was sagst du? Wer ist gegangen? Malcolm! Und warum hast du ihn nicht aufgehalten? Seit wann hält man den künftigen König auf? Da hat er recht! Wem steht denn sowas zu? Ich bitte euch, edle Herren! Keinen Verdacht. Doch seltsam Ding genug, dass man sich fragt. Was fragt? Den Grund, warum er nicht mehr hier ist. Malcolm! Floh mit Getreuen außer Landes! Malcolm Floh! Was soll ich davon denken? War eure Red, wie letzte Nacht Natur den Aufstand probte, wieder alle Ordnung. Ihr wolltet es partout nicht glauben. Stimmt. Doch nun ist es noch schlimmer als geglaubt. Hier ging heute Nacht die Welt aus ihren Fugen. Und hier richten wir sie wieder ein. Jetzt. Macbeth schlag ich vor. König soll er sein. Nein. Doch. Kein anderer als ihr ist würdig. Ich bin gewohnt, für andere da zu sein und nicht gewohnt, die höchste Krone zu tragen. Immer ist der König der erste Diener. So ist es. Wer soll denn sonst König sein? Meine Herren. Macbeth. Macbeth. Banquo? Macbeth. Macbeth, wie wollt ihr diesem Amt entgehen? Ihr seid es dankend schuldig. Und dem Volk. Ihr fasst mir in das Herz und macht mich schwach. Das Land braucht einen König, Macbeth. Es braucht euch. Kein anderer kann es sein als ihr. Ich bin kein Mann der Rede, bin Krieger.
Was seit gestern geschah, verwirrt mein Hirn. Leibhaft bin ich mit diesem Mantel! Jetzt noch nicht, da braucht's noch etwas Zeit. Das Heer von Duncan führten Banco und ich in die Schlacht. Für Duncan siegten wir. Als Tarn of Corder kehrte ich heim hierher, so voller Freude war mein Herz und Dank. Wie schön der Abend. Duncan so froh, ein König wie von Gott fürs Amt gemacht und alles von jetzt auf gleich nicht mehr tot. Nein, darin ist noch Atem von Duncan. Der Mantel ist Symbol, was hier geschah. Gebt mir noch Zeit, dies alles zu begreifen. Nach Feiern ist mir nicht, doch lad ich ein, euch heute Abend Dank zu sagen für die Wahl. Jetzt brauche ich Ruhe, mich für mein Tun zu sammeln. Geht, geht jetzt, wir sehen uns später wieder. Ich will raus aus dieser Haut! Raus! Die Zeit heilt alle Wunden, mein König. Hat er es geschafft, ganz nach oben hin. Das Volk ließ die Hoffart ihm in das Hirn. Doch schlimmer als das Volk ist Macbeth Gier, die Macht im Staate ganz allein zu haben. Nur er, so muss der Duncan qualvoll sterben. Was hast du vor? Was soll der Koffer hier? Den Koffer kannst du gern kontrollieren. Den Koffer schaffe weg und zwar sofort. Jed Koffer ist nicht mehr, als er nun ist. Ich trau dir, Banco. Blind und immer ganz. Jedoch den Koffer weg, das ist Befehl. Verreisen will ich. Freund, zu dieser Stund. Der Koffer, mein Banco, Koffer sag ich nur. Mit deinem Kind jetzt reisen. Wo mein Fest am Abend ohne euch kein Glänzen hat. Am Abend bin ich wieder da, Macbeth. Den Koffer jetzt noch nicht! Behältnisse jeglicher Art sind heutzutage eine Gefahr. Was kann in so einem Koffer alles drin sein? Manche überlegen doch schon, ob sie ihren alten Koffer einfach so entsorgen sollen. Oder damit für 24 Stunden den Bahnhof stilllegen. Oder den Flughafen. Oder die ganze Stadt. Oder... den König stürzen? Zur Schule will mein Kind dich bringen, wo beste Bildung ihm garantiert ist. Weil es einmal König werden soll. Das sagst du. Das Volk sagte es. Das Volk sagte auch. Was? Das muss ich doch jetzt nicht wiederholen. Geh. Mit dem Koffer. Aber geh. Und schnell. Den Koffer aus meinem Schloss sofort raus. Raus. Ich eile. Mein lieber Banco, vergiss das Festmahl nicht. Der Wunsch meines Königs ist mir heilig. Ist da der Mann, auf den ich warte? Ja, Herr, er ist da. Schick ihn herein. Der
Benko macht mir Angst. Er weiß zu viel. Und spricht er aus, was er zu wissen glaubt. Ich habe mein Herz doch nicht mit einem Mord beschwert, dass Benkos Brut die Königskrone trägt. Der gute Duncan starb doch nicht, dass fremde Sippen herrschen hier. Wenn Benko tot, kann Duncan wirklich ruhen. Ich danke König für die Einladung. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich gern. Man rühmt, wie ihr die liebt, die mit euch sind. Das ist mir Pflicht vor Gott und vor den Menschen. Die Pflicht kann man nicht hoch genug bewerten. So ist die Zeit also. Man rühmt, wer Pflicht tut. Ihr seid ein Vorbild an Bescheidenheit. Hast du schon immer mit so flinker Zunge gelobt, den König? Warum fragt ihr das? Weil andere brachten mir zu Ohr, du meintest, ich könnte Schuld an Duncans Tode tragen. Habt ihr mich herbestellt, um mich zu richten? Würd ich dann ein Gespräch mit dir suchen? Nein. Verzeiht, habe ich fahrlässig gesprochen. War Benko nicht auch in dem Schlosser, als Mörder den edlen König deuchten? Benko? Ja, red mir von Osterhasen! Und heute war er mit Koffer im Schlosshof. Mit Koffern im Schlosshof? Mit Koffer. Mit Koffern. Bist du mit Koffer hier? Ich bin nicht mit Koffern hier. Na also. Lagst du mit Benko nicht einst im Streite? Ich erlitt großen Schaden in diesem Streit. Der Mann ist gar nicht gut für unser Land. Sag, bist du fähig, Heerführer zu sein? Ich? Leg die Prüfung ab für dieses Amt. Wie? Den Mann und seine Brut. Töte sie! Was? Dann ernenne ich dich zum Heerführer. So ist es wahr. Ihr liebt die, die mit euch sind. Doch glaub mir, Mord ist allzeit Ausnahme. Nur Benko noch und seine Brut und dann... Sir, geben Sie Gedankenfreiheit. Dir ja. Nun viel Erfolg beim edlen Werk. Ein Hoch auf die Moral! Sonderbarer Schwärmer. Viel Furcht. Wir müssen lebenslang uns krümmen, um nicht dem Benko fehl zu tun. Hab Angst nicht. Häscher sind schon ausgesandt. Lass nicht dem einen Mord den nächsten folgen. Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Wo denkst du hin? Der erste Schritt. Mach nur den zweiten und dann den dritten. Kein Ende, wenn man begonnen hat, nach Macht zu greifen. Bleib still, mein Lieb, wir retten uns. Es gibt ein Heil in dieser Welt. Ich weiß die Lieb, die uns bewahrt. Es ist das Herz, das uns vereint. Wenn alles Licht uns auch verlöscht, glüht doch die Glut, ich hab dich lieb. Wir bleiben eins, wenn uns auch stößt der Tod am End von Königsthron.
ein Fest zu feiern mit hohen Gästen und Freunden. Und freilich bei bestem Trunk ist schönster Brauch seit alters her im Reich. Lasst mich euch all umarmen erst einmal. Doch schwer ist mein Herz, weil Banco noch fehlt. Es klopft. Auch bei einem Fest hat Ruhe nicht ein König. Ein König ist immer ein König. Doch hoffe ich sehr, Banco ist es, der klopft. Hut ab! Wie ernst erfasst das hohe Amt? Ich hoffe auf gute Nachricht von Banco. Nachrichten kann er nicht mehr geben. So ist es abgehakt? Er kehrt nicht wieder. Und sein Sohn ging für immer mit ihm fort. Er konnte Herr entfliehen. Ich bin in Schuld. Ich bin untröstlich König. Und ich erst. Was hasse ich Arbeit, die nur halb getan? Doch wer ist das? Malcolm, Duncans Sohn. Umso besser. Warum kam Malcolm so inkognito? Es stimmt die Welt nicht mehr in allen Teilen. Obacht, Macbeth, der Thron ist in Gefahr. Unserem Kreis. Uns unterhielten Tänze. Wunderbar. Mein Sinn ist dunkel, solange Banco fehlt. Es ist nicht seine Art, zu spät zu kommen. Doch schaut, hier ist er. Spät kommt er, doch er kommt. Verzeiht. Geschäfte hielten mich auf. Das soll Banco sein? Nein, nein, das ist er nicht. Dies ist Banco, wie er lebt und leibt. Wie er lebt und leibt, das ist der Spuk, das ist ein Gespenst. Was hat der König? Ist er nicht bei Sinnen? Macbeth, Banco, ein so lieber Gast ist da. Ja, ich bin es. Das kannst du glauben. Ein Schreckgespenst bist du und Banco nicht. Meine Herren, dem König ist nicht wohl. Wir gehen. Ihm fehlt die Würze aller Wesen. Schlaf. Und wenn ihm Schlaf fehlt, hat von Jugend an er Anfälle. Er versteht die Welt nicht mehr. Er muss schlafen, schlafen, schlafen und schlafen. Schlafen in meinen Armen, bis er gesund. Bring mich hier weg, Ulloch. Wir sind in Not. Ich bring den König in sein Bett zu schlafen. Er muss zu viel erleben und erleiden. Und zum König habt ihr ihn doch gemacht. Edle Dame, schafft diesem Herrn Entspannung! Zum Beischlaf haben die jetzt keinen Sinn. Was soll ein König uns denn nicht bei Sinnen? Der König ist krank, das ist doch nun mal Fakt. Ich glaub ihm nicht, dass er ein Kranker ist. Was unterstellt er da unserem König? Und doch hat er recht. Der Macbeth ist nicht krank, der Macbeth ist ein Mörder. Ein Königsmörder. Banco, was sprecht ihr? Wo sind Beweise? Umstellt ist das ganze Schloss von Malcolms Truppen. Malcolms? Um seinen Vater zu rächen! Ich kam in Sicherheit, Macbeth zu wiegen. Den Mann, den Macbeth als Mörder mir gesandt. Er gestand den Auftrag, den Macbeth ihm gab. Wir zogen Schlüsse. Das ist die Lage. Wir brauchen nichts zu tun, als zu warten. Banco! Du
Du hast das Spiel noch nicht gewonnen! Hier bringe ich dir den Spieleinsatz zurück! War dir Dankensblut noch nicht genug? Du hast Malcolm als Mittel bloß benutzt! Das nächste Mal mach's besser! Kamerad, die Waffen zieht! Den falschen König schlagt! Ich hoffe nur, du irrst nicht wieder in der Wahl. Ich bin erprobt zu siegen in der Schlacht. Und ich kann kämpfen mit reinem Gewissen. Hier siegt die Kraft und nicht Gewissen. Doch mein Gewissen ist reiner noch als deins. Vorm Schloss stehen Truppen, ohne Führer. Vor euch. Macbeth, der König, den ihr habt gewählt! Willst du damit sagen, wir sind so dumm wie das Volk, wenn es wählen darf? Ihr seid wie ich. Die Macht trübt den Verstand. Allein für diese Frechheit muss er sterben! Wenn ich im Kampf nun falle, fällt die Wahrheit! Verrat! Du hast uns alle schwer belogen! Ah! Das nennt man voll ins Messer reingelaufen. Sorry, ich spiele in der nächsten Szene einen Totengräber. Da bot sich's an, auf rasche Art die Bühne zu verlassen. Bleib liegen! Das ist die Krux der Welt, der ihr vorsteht. Der Ernst ist aus und alles nur noch Spaß. Spaß, Hauptsache. Vor allem Spaß soll's machen. Da hab ich ja was angerichtet, verzeiht. Vorsichtig, Arrebetchen. Gemein hat er gehandelt, wie gemeine. Nun brüstet euch, wie gut ihr seid als Menschen. Wie wühlt ihr in dem Schlamm eurer Moral? Es ekelt mich vor euch. Wie sterb ich gern? Die Welt hat keinen Ausgang als zum Schinder. Nur für sich selbst gemacht. Hat der Gott nicht an Moral gedacht, als er den Menschen für das Dasein schuf? Schuf Gott sich keinesfalls einen guten Ruf? Doch ist es Schande, nicht auch gut zu sein? Welt zu bessern ist ein schöner Schein, ganz ohne Reue für einen Augenblick. Er eilt vorüber wie dein Lebensglück. O Gott, was hast du dir denn nur gedacht, als du uns Wesen hast zum Mensch gemacht? Sind von deinem Ebenbild so fern, wie in der Nacht der Sex vom Venusstern. Jetzt stehen wir ohne Herrscher da. Was tun? Die Nacht hat viele Stunden zu überlegen. Und morgen wollen wir die Sache bedenken. So, bis morgen dann. Bis morgen. Bis morgen. Ich traue dem Benko nicht. Er weiß gar viel und war im Bund mit Malcolm, des Königs Sohn. Und dann was... Was hat er gehört nach der Schlacht auf jenem Feld, wo sie das Volk getroffen? Wer kommt da? Ein Totengräber. 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 Vollende, Mann. Vollende. Vollenden ist ja angeblich die Presse. Vollenden. Und vollenden ist Weihnachten, wenn man sich keine Gans kaufen kann. Ich weiß nicht wirklich, was Ostern für ein Fest ist. Ich sage, mein Name ist Hase. Aber Ostern ist mal einer in Jerusalem gestorben, der ist wieder auferstanden. Seitdem stehen die Leute in Jerusalem beim Friedhof an zum Sterben, weil sie öffnen. Nicht die Schwiegermutter hinbringen kann, böse ausgehen. Die Leute wollen ja heute alle ewig leben.
essen sie vegetarisch. Das Wort kommt ja aus dem Indianischen und heißt übersetzt zu faul zum Jagen. Oder essen veganisch wegen mir. Sollen sie und können sie alle ewig leben. Ich bin so marode. Mit meinem ganzen Körper, ich kriege die Leichen nicht mehr weg. Deshalb hat mir ein Wissenschaftler eine Wiederauferstehungs-App auf mein Smartphone gebaut. Wenn ich da drauf drücke, tun die Leichen wieder auferstehen, aber nur für 30 Minuten, kommen aber bis zum Friedhof. Das erleichtert mir die Arbeit. Piep! Aber aufgepasst! Aufgepasst auf dem Weg zum Friedhof! Die Stadt hier hat sich nämlich zur Aufgabe gestellt, jeden Tag eine neue Baustelle zu eröffnen, ohne eine andere zu schließen. Und da bin ich mit meinen Krücken in der Schnelligkeit so in Augenhöhe mit dem Autofahrer. Und der Magdeburger des Jahres wird nicht mehr gewählt, sondern das wird der, der am Ende vom Haus keine Baustelle hat. Ja. Mein Traum ist mir genommen, so wie er mir gekommen. Ein Schatz hat ich gehabt. Zu Tod ist er gekommen, der Gott hat ihn genommen. Nun hab ich einen Schaden. Ins Reiche, wo ist Leben? Da will auch ich gleich hin, doch fehlen mir die Sinne, den Weg dahin zu finden. Macbeth, mein Schatz, wo bist du? Macbeth, mein Schatz, wo bist du? Vor mir brauchst du dich doch nicht zu verbergen. Wir haben es doch immer gut mit uns gemeint. Die ist ja gut drauf. So geht das jetzt fast jede Nacht. Ja, senile Bettflucht. Aber sie ist doch noch jung. Aber nicht so jung wie sie. Bezaubernde. Gibst du mir die Schuld, dass wir so viel gewagt haben? Ihre Natur ist sehr zerrüttet. Ich habe eine Idee. Ich lade Sie heute Abend ein zum Essen. Lokal Ihrer Wahl, vielleicht Landhaus Hatres oder Grieche, oder wir gehen gemeinsam ins Theater. Ich muss mich um die Kranke kümmern. Ja, ich bin schon ein bisschen älter als die Männer, die in ihr Beuteschema so reinpassen. Aber einmal Beischlaf geht schon. Aber dann ist erstmal ein Stück wieder Pumpe, aber... Alles ist doch endlich. Doch endlich komme ich auch wieder zu dir. In einer besseren Welt. In einer Welt, wo alles gut ist. Ich komme zu dir, mein Schatz, ich komme zu dir. Aber von mir brauchst du dich doch nicht zu verbergen. Wo bist du denn, mein Schatz? Ich komme doch zu dir, ich komme doch zu dir. Wo bist du denn, mein Schatz? Wir haben Sie kann sich nicht von ihrem Entsetzen lösen. Es ist so viel Helligkeit in meinem Kopf. Und so viel Kälte in meinem Herzen. Ich messe erstmal Blutdruck. Ja, tun Sie das. Die Kälte im Herzen. Sie bringt mich bald. Bei ihr? Bei der ist doch Hopfen und Malz verloren. Sagen Sie mal. Ja? Sind Sie noch bei Trost? Ich habe Sie gerufen, damit Sie mir helfen! Damit Sie mir helfen, ihr zu helfen! Oh, Sie, wie bezaubernd Sie wirken, wenn Sie so aus sich herausgehen. Das hat man muss nur warten können. Dann kommt der Tod auch zu mir. Wo sie recht hat, hat sie recht.
Was ich gewollt, hab ich nicht gesollt. Und was ich gesollt, hab ich nicht gewollt. Immer war alles ganz daneben. Daneben war mein Leben. Zwischen den Träumen hab ich geweint. Und wenn ich weinte, hab ich geträumt. In den Nächten hab ich gelebt. Schlafen, nur schlafen, das kann ich nicht mehr. Meine Seele ist zäh und schwarz wie Tee. Sterben vielleicht, ja, sterben, besser als einfach verderben. Hundertachtzig zu 110, das ist viel zu hoch, da muss ich wieder Tabletten nehmen. Sie ist tot! Tot? Na, da können Sie doch mit mir heute Abend schön essen gehen. Bei ihr sitzen und beten. Ach, machen Sie nicht solche Faxen. Kommen Sie lieber mit mir zum Griechen, Italiener. Das macht doch viel mehr Spaß, ja? Und was machen wir mit ihr? Mit ihr? Helfen Sie mir lieber, meinen etwas zu hohen Blutdruck, wie man so schön sagt, runterholen. Mein Gott, ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Wie schafft man die Garderobe? Sie sind ja wohl völlig gefühllos. Gefühllos? Warten Sie erst mal ab, wenn wir nackt nebeneinander liegen. So, kommen Sie mal runter. Sie nehmen die Beine, ich nehme den Kopf. Ach, und das ist dann besser, oder was? Ja, da komme ich beim Lauf nicht in Versuchung, ihn in den Schritt zu fassen. Da würde ich auch ganz laut schreien, Sie. Lust, ja? Fass mal ein, sonst tritt doch die Leichenstache ein. Wird sie bloß noch schwerer, die Leiche. Sie wissen schon, ja, dass alles, was Sie so sagen, ich Sie wegen sexueller Nötigung vor Gericht bringen kann? Ein Nein ist ein Nein. Gehen Sie mal zu, sonst fangen wir an der Leiche noch bis morgen früh. Mit Ihnen braucht man wirklich ein dickes Fell. Gerne. Persiana, Herz oder Nutria. 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 Noch keiner da. Ich bin der Erste. Gut. Doch die Weissagung hat mich nicht bevorteilt und für Macbeth war sie nicht lange günstig. Ich bin bereit, dass alles anders wird. Mein eigener Nachkommen, sozusagen ich selbst, ich folge mir zuvor als König Benko nach! Benko! Schon hier? Ich wollte zu spät nicht kommen. Ah, ein Frühaufsteher. Ich trank noch nicht mal einen Kaffee. Wollt ihr einen Kaffee mit mir trinken, Herr? Ja, warum nicht? Oh, nehmt euch einen. Ah, danke. Ah, Vorsicht, ist heiß. Ja. Kaffee, wie er gut. Den Herz und Sinnen gut er tut. Tut, 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 gut. Er gibt den Menschen Lebensmut als Milch, Kaffee und schwarzer Sud. Tut, 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 gut. Es trinkt die Tut. Gut. Ja. Ah. Ah. Ah.
Ist der Kaffee zu stark? Wir sind in eine spannende Szene hineingekommen. Ja, aber leider zu spät. Weil sie sich nicht schön genug machen konnte. Ist die neue Kaffeemaschine defekt? Defekt? Es ist ein Gift im Kaffee drin. Seid froh. Was habt ihr für einen schönen Tod? Was hat er denn? Sein Herz verträgt Kaffee nicht. Was heißt denn? Was heißt denn ein schöner Tod? Es ist Mord! Mord? Naja, alt genug war er ja. Jetzt sind wir ja nur noch zwei zur Königswahl. Richtig. Möge die Wahl beginnen. Also ich bin für mich. Und du? Also ich bin auch für mich. Das heißt, du Wahl? Ja, ich wäre ja für dich gewesen, wenn du deine Stimme mir gegeben hättest. Das heißt, du Wahl? Ja, ab und zu bin ich so drauf. Ist es... Willst du einen Kaffee, du? Ach, gerne. Ich bin noch nicht total bescheuert. Man könnte auch ohne Morden auskommen, wenn immer einer nachgeben würde. Und wer nachgibt, ist der nicht der Dumme? Das Glück der Welt ist das Werk der Dummen. Dumm nur, dass die Dummen dies nicht wissen. Was willst du denn hier? Mehr Geld will ich, mein Herr. Wie mehr Geld? Also Mindestlohn ist doch wirklich genug. Ja. Dass wir dem Macbeth so den Sinn vernebelt, dass ihr jetzt König werden könnt, ist doch wohl sehr viel mehr wert als alles Geld von euch. Jetzt kommt die schlimme Wahrheit an das Licht. Ein Bubenstück hat Macbeth den Geist zerstört. Wir lobten nicht nur, wir brachten Leistung. Dann hilf mir noch einmal. Ach, den schickt ja der Himmel. Der da, der hat all mein Geld gestohlen. Was bist du blöd zu glauben, das? Ich bin doch nicht blöd. Natürlich bist du blöd, saublöd. Und Macbeth hast du auf dem Gewissen. Das lass es mir nicht gefallen, du Schwein! Ja! Tja, Benko. Tja. Man soll doch das Volk nicht schmähen. Hä? Auch der Dumme hat ein Recht auf Freiheit. Ich hab kein Geld von dem da. Stimmt denn das? Wow, wow, ja. Ja, gut, ja, da hat er recht. Hey, aber weißt du was? Dir leg ich was obendrauf. Denn du hast mehr geleistet, als geplant war. Du hast uns doch nur jämmerlich benutzt. Sagen Sie mal, spielen Sie das Stück morgen Abend nochmal. Warte mal ganz kurz, was soll die dumme Frage? Naja, ich und meine bezaubernde Begleiterin sind etwas später in das Stück gekommen. Und das hat so das unseres Interesse geweckt, dass bei uns der Wunsch entstanden ist, das Versäumte morgen Abend wirklich mal nachzuholen. Ja? Entschuldigung, sind Sie zu blöd, die Anlasszeit auf einer Karte zu lesen? Ja. Ich bin Arzt und hatte noch eine SMH. Was? Schnelle medizinische Hilfe. Ah, okay. Gut, wenn Sie Arzt sind, dann müssten Sie doch umso besser erkennen, dass wir morgen gar nicht spielen können, weil alle Beteiligten tot sind, außer mir. Und ich! Also bei mir stimmt's, ich bin tot. Schnauze! Was soll man denn von dieser dummdreisten Antwort halten? Bin ich da gemeint? Nein, er! Dann ist nur noch uns übrig, an uns gegenseitig vergnügliche sexuelle Handlungen jetzt vorzunehmen. Also das ist doch nicht ernst, jetzt setzen Sie sich wieder hin! Was ist denn heutzutage noch ernst? Dass ich jetzt König werde! So, Lügner, natürlich können wir spielen. Hier ist Leben nur noch genug. Oh, ich sage jetzt überhaupt gar nichts mehr, Regie. Ich bin es bitte, ich bin es wirklich leid, ein ernsthaftes Stück in der Gegenwart eines solchen Idioten zu spielen. Und was spielen Sie dann morgen Abend? Maß für Maß. Ein deutsches Volksstück von Willi Schüttelbier. Oh Gott. Allein so eine Aussage ist Grund genug, den eigenen Tod zu suchen. Nein. Dann werde ich mir wohl mein wohlverdientes Geld selbst nehmen. Sagen Sie mal. Wie heißt denn die verwahrloste Truppe, die jetzt ihr Ende gefunden hat? Also, die heißt... Ja! Kompanie! Magdeburg! 09!
Sind wir hier im Puppentheater? Also, den Namen sollte man sich merken. Kompanie Magdeburg 09. Und nun auch Feuerwisse zum lustvollen Beischlafen. Sagen Sie mal, Sie Knaller, glauben Sie eigentlich, dass ich mir mit Ihnen den ganzen Abend versaue, hm? Oh. Los, Jungs, bringen wir es zu Ende. Man darf das eigene Leben nicht persönlich nehmen. Wir danken Shakespeare dir für Sinn und Schüttelbier. Es war uns eine Lust zu spielen in dein Revier. Zwei Stunden lang viel Wort und Geld und Heuchelmord. Wir hatten reichlich Spaß, nun gehen wir unserer Straß. Auf dieser Welt zu sein, so viele Jahre wie nur, doch läuft des Lebens nur am End für alle ab. Auf dieser Welt zu sein, so viele Jahre wie nur, doch läuft des Lebens nur am End für alle ab. Ins Leben hier und heut, wo wir als Fensterbeut die Steuern zahlen gern für Damen und für Leut. Das ist von Gott gerecht für Reiche und die Knecht. Ist alles allmal gleich, wir enden all als reich. Auf dieser Welt zu sein, so viele Jahre wie nur, doch läuft des Lebens nur am End für alle ab. Tick-tack, tick-tack. Auf dieser Welt zu sein, so viele Jahre wie nur, doch läuft des Lebens nur am End für alle ab. Tick-tack. Sinne sind gefordert, unvergesslich ist der Abend, alle Lüste sind geordert. Oberdame, König, Gaus, keiner geht jetzt schon nach Haus. Himmel,
starke, schlanke, fette, niemand will von uns zu Bette. Hey ho, feiern wollen wir wie die Sieger. Hey ho, trinken wir wie kühne Tiger. Morgen ist ein anderer Tag, Tote liegen in dem Sarg. So eine Schlacht, so toll wie heute, schlagen wir schon lang nicht mehr. Viele Reichtum, schöne Beute, dazu ansehen und noch mehr. Ehre, Ehre, immer wieder ist es Frühling, blüht der Frieder. Heute soll wiederholen sich morgen, werden wir den Krieg euch morgen. Hey, ho, feiern heute wie die Sieger. Hey, ho, trinken wir die grüne Tiger. Morgen ist ein anderer Tag. Tote liegen in dem Saal. Tote liegen in dem Saal. Tote liegen in dem Saal. Absolut. Ja, aber